Möchtest du gerne mehr Methoden kennenlernen, mit denen du zielsicher die besten Aktien auswählen kannst? Dann bist du hier genau richtig. Ich zeige dir nämlich jetzt zwei Strategien, die viele Profi-Trader anwenden und die auch dir helfen können, wenn du dein Geld erfolgreich in Aktien investieren möchtest. Wir schauen uns die Fundamentalanalyse und die technische Analyse an. Und später zeige ich dir noch, wie du unsere Finanznet-Homepage zur Aktienanalyse nutzen kannst. Und damit, hi, schön, dass du da bist. Ich bin Felix von Finanznet Ratgeber. Wir legen direkt los. Vorab noch ein kurzer Hinweis. Schau dir gerne im Anschluss auch dieses Video an. Da zeige ich dir noch mehr Strategien zur Aktienauswahl. Den Link, den findest du auch unten in der Videobeschreibung. Die erste Methode zur Aktienbewertung, die wir uns jetzt anschauen, ist die Fundamentalanalyse. Die gilt als relativ komplex und zeitaufwendig. Wir gehen daher nicht allzu sehr ins Detail. Das Ziel ist eher, dir ein ungefähres erstes Bild von dieser Strategie zu verschaffen. Mit der Fundamentalanalyse kannst du Aktien bewerten auf der Basis von verschiedenen Unternehmenskennzahlen, Branchendaten und Marktfaktoren. Das Ziel ist, mithilfe all dieser Daten den inneren Wert einer Aktie zu bestimmen. Da die Fundamentalanalyse alle drei Ebenen berücksichtigt, also die Marktebene, die Branchenebene und die Unternehmensebene, ist sie auch bei Profi-Tradern ein sehr beliebtes Instrument zur Aktienauswahl. Wir fangen mal unten an, bei der Unternehmensebene. Hier werden jetzt verschiedene Fundamentaldaten und Kennzahlen untersucht. Einige davon kennst du vielleicht schon. Da wären zum Beispiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV, das Kurs-Buchwert-Verhältnis KBV, die Eigenkapitalrendite, die Umsatz- und Gewinnwachstumsraten oder auch die Verschuldungsquote, nur um mal einige zu nennen. Wenn du möglichst viele dieser Kennzahlen anschaust und vergleichst, dann bekommst du einen ganz guten Einblick in die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens. Auf unserem Kanal findest du übrigens auch noch Erklärvideos sowohl zum KGV als auch zum KBV. Da zeigen wir dir, wie du diese Kennzahlen selbst berechnen kannst. Zu einer professionellen Fundamentalanalyse gehört für die meisten auch eine Bewertung des Managements und der Unternehmensführung. Denn die Kompetenz der Führungskräfte und deren Fähigkeit, das Unternehmen effektiv zu führen und Wachstumsstrategien umzusetzen, hat einen maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens. Die zweite Ebene bei der Fundamentalanalyse ist die Branchenebene. Hier geht es um das Geschäftsmodell und die Wettbewerbsposition des Unternehmens, von dem du möglicherweise Aktien kaufen möchtest. Dabei geht es aber nicht nur darum, das Geschäftsmodell eines Unternehmens zu verstehen, sondern auch um Fragen wie zum Beispiel: Wie ist das Unternehmen am Markt positioniert? Ist es in seiner Branche vielleicht Marktführer? Oder hat es einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz? Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn das Unternehmen ein einzigartiges Patent entwickelt hat oder ein sehr viel besseres Image hat als die Wettbewerber. Eine wichtige Regel bei der Fundamentalanalyse lautet übrigens: Vergleiche immer nur branchenintern. Das gilt insbesondere auch für die vorhin genannten Fundamentaldaten der Unternehmen. Der Grund dafür ist ganz einfach: Viele Kennzahlen können je nach Branche sehr unterschiedlich ausfallen. So ist zum Beispiel das KBV bei Tech-Unternehmen oft generell sehr viel höher als in anderen Branchen. Du würdest also Äpfel mit Birnen vergleichen. Kommen wir jetzt zur obersten Ebene und damit zur Marktanalyse. Auch die gehört zur Fundamentalanalyse dazu und untersucht die externen Faktoren, die das Unternehmen beeinflussen könnten. Dazu gehören zum Beispiel die allgemeine wirtschaftliche Lage, regulatorische oder geldpolitische Entwicklungen, dazu gehört etwa die Zinspolitik der EZB oder technologische Veränderungen. Denn all diese Faktoren können sich auf das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens und damit auch der Aktie auswirken. Wenn du mal sehen willst, wie so eine Fundamentalanalyse im Ansatz aussehen kann, dann schau nach dem Video mal unten in die Beschreibung. Da habe ich dir die Verlinkungen zu ein paar Aktienanalysen reingepackt. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann zeig uns das gerne mit einem Like und indem du unseren Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. Dann verpasst du nämlich auch künftig keines unserer Erklärvideos rund um Aktien, Geldanlage und Co. mehr. Kommen wir jetzt zu einer weiteren Methode, die auch von den Profis gerne genutzt wird, um Aktien zu bewerten und deren Kurs zu prognostizieren. Die technische Analyse, oft auch Chartanalyse genannt, wird oft als eine Art Gegenstück zur Fundamentalanalyse bezeichnet. Generell halten wir bei Finanznet Ratgeber beide Methoden für gut und hilfreich.
Als Grundlage der technischen Analyse dienen nicht etwa Fundamentaldaten, sondern einzig die Kursverläufe und Verlaufsinformationen von Charts, also die historische Kursentwicklung der Wertpapiere des jeweiligen Unternehmens. Das Ziel ist es dann, aus dieser Historie der Handelsdaten Schlüsse auf die künftige Kursentwicklung zu ziehen, also quasi von der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen. Lass uns im Folgenden mal in Kurzform ein paar typische Chartformationen und Basics anschauen, die du als Privatanleger kennen solltest. Bei der Chartanalyse liegt der Fokus, wie erwähnt, auf typischen Kursformationen mit dem Ziel, den optimalen Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf von Aktien zu finden. Eine wichtige Rolle spielt dabei der sogenannte Trend. Hier unterscheiden wir einmal zwischen einem Aufwärts-, Abwärts- und nicht zu vergessen einem Seitwärtstrend. Von letzterem sprechen wir, wenn der Kurs im gefragten Zeitraum keine klare Richtung aufweist. Stichwort Zeitraum. Auch hier unterscheiden wir zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Trends. Im Grunde kannst du jeden erdenklichen Zeitraum analysieren, von wenigen Minuten bis hin zu mehreren Monaten. Die große Kunst ist jetzt, den Trend richtig zu erkennen und abzusehen, wohin die Reise des Aktienkurses geht und ob womöglich ein Trendwechsel bevorsteht. Hier wird es jetzt etwas komplexer. Ich zeige dir gleich mal exemplarisch eine sogenannte Umkehrformation. Wie du dir vielleicht schon denken kannst, deutet diese an, dass sich der Kursverlauf der Aktie wahrscheinlich umkehren wird. Nur um es kurz zu erwähnen, der Grund für solch eine Kursumkehr ist in der Regel, dass sich das Verhältnis von Nachfrage und Angebot des Wertpapiers verändert. Darauf wollen wir aber jetzt nicht näher eingehen. Stattdessen zeige ich dir jetzt, wie versprochen, eine bekannte Umkehrformation in der Chartanalyse. Sie trägt den äußerst kreativen Namen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Woher diese Bezeichnung kommt, wird auf dem Schaubild, glaube ich, schnell ersichtlich. Du siehst hier zunächst mehrere Aufwärtsbewegungen, sogenannte Zwischenhochs, von denen die mittlere die höchste ist, so wie der Kopf höher ist als die Schultern. Analysten, die eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei einem Chartverlauf identifizieren, setzen beim Überschreiten der sogenannten Nackenlinie ein entsprechendes Verkaufssignal. Ganz wichtig an dieser Stelle, die Schulter-Kopf-Schulter-Formation kann, wie auch eigentlich alle anderen Formationen, auch invers auftreten, also quasi horizontal spiegelverkehrt. Das sieht dann so aus und an der Nackenlinie sehen Profi-Trader dann ein Kaufsignal. Wenn du noch mehr Formationen kennenlernen willst, dann schau mal nach dem Video in den Beschreibungstext. Da habe ich dir einen Artikel von finanzen.net verlinkt, in dem alle wichtigen Chartinformationen ausführlich erklärt werden. Und wenn du dich noch mehr zu Börsenthemen informieren willst, dann gönn dir mal unsere YouTube-Playlists Börsenwissen einfach erklärt und Tipps und Tricks zur Börse. Die findest du beide natürlich auf unserem YouTube-Kanal. Zu guter Letzt möchte ich dir jetzt noch zeigen, wie du die hier vorgestellten Strategien direkt in der Praxis ausprobieren kannst. Erstens, check mal unsere Homepage finanzen.net, denn da findest du so ziemlich zu jeder Aktie, die man kaufen kann, nicht nur den Echtzeitkurs, sondern auch etliche Unternehmens- und Fundamentaldaten, Ratings und so weiter, die du für deine eigene Fundamentalanalyse nutzen kannst. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben außerdem noch ein ziemlich cooles Online-Tool, das nennt sich Trading Desk. Dahin gelangst du, wenn du zum Beispiel über dem Aktienchart in den Optionen das Chart-Analyse-Tool auswählst. Und auf dem Trading Desk findest du dann zur jeweiligen Aktie unzählige Daten und hast in der Menüleiste alle möglichen Optionen, mit denen du analysieren, vergleichen und experimentieren kannst. Probier das gern mal aus, um dich einfach nach Lust und Laune mit dem Thema Chartanalyse auseinanderzusetzen. Ich kann dir das wirklich nur empfehlen, denn da kannst du wirklich praxisorientiert lernen, wie man Charts analysiert und sie deutet. Die Adresse zum Trading Desk, die habe ich dir auch hier nochmal eingeblendet. Und damit sage ich Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast was mitgenommen und bis zum nächsten Mal. Ich bin Felix von Finanzen der Ratgeber.